Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Oh, wir haben eine Nachricht von Frank. Oh, das ist natürlich jetzt schon mal was. Ich habe jetzt im Stillen gelesen. Ja. Hi Max, wollte nur mal nachfragen, wie die Suche läuft. Danke Frank, wir arbeiten uns voran. Ich hoffe sehr, halt mich auf den Laufenden, komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück. Wenn du feiern willst, das ist eine Einladung zur Feier. Ich finde das geil, also ich finde das cool. Also so unsympathisch ist der Kerl gar nicht. Also eigentlich ist er auch sehr freundlich, aber... Er hat halt Probleme, sagen wir mal, sehr große Probleme. Und deswegen könnte man auch schnell aus der Haut fahren oder so. Ich verstehe das schon irgendwie. Naja. So, die Pinnwand sollen wir. Das sieht wieder anders aus hier in ihrem Zimmer. Das haben wir doch auch mal gesehen, oder? Also, schauen wir mal. Sammle Informationen zu einem. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Gute Frage. Warte mal. Couldn't hurt to give this pin code a whack. USA Mobil. Sehr interessant. SIM-Pin 1111 unbedingt ändern. PUC ist die 87897808. Prepaid-Handy-SIM. Also das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen, weil im Prinzip, wenn man die PIN-Nummer ja falsch eingibt, also man gibt sie dreimal falsch ein, dann muss man eine PUC-Nummer eingeben und normalerweise hätte ich damit ja eigentlich das Passwort draußen. Dann können die eine neue PIN-Nummer eingeben. Rein theoretisch wäre das möglich, glaube ich. Mit der Maustaste gesamte Auswahl aufheben. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Ja, aber das wäre doch das Sinnvollste. Ich meine, wenn das wirklich die SIM-Karte von dem Handy ist, dann kann man doch damit einfach, weißt du, dreimal den falschen PIN eingeben und dann muss man eine PUC-Nummer eingeben. Und die könnte ja stimmen. Würde ich jetzt mal sagen, Flyer, Papier. Was ist da drin? Ach Mist, ich habe das jetzt ausgewählt, gell? Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Ja, aber es ist eine komische Frage da die ganze Zeit zu überlegen. Ich meine. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Disziplinarische Warnung. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrter Mrs. Prescott. Mit Bedauern informieren wir Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnung und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs.
heute das Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, den 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt. Ohne einen Eintrag in seiner Akte. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell einen Betreuung erfordern, die über Blackwell-Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störungen nicht tolerieren, also hoffen wir, dass sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Ein vollständiger Bericht finden Sie in dem angehängten Dokument. Okay. Habe ich das schon mal gelesen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, damit kann ich nichts anfangen. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Rätsel in der Dunkelkammer. Das sind aber keine Zahlen, also das wird mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Viertes Oktober, 20 Uhr. Ich weiß nicht, ob das zusammengehört, Alexa. There's a lot of numbers in here. Richtig. Aber die Akte, die kennen wir ja schon. Drei. Ich weiß nicht, das sind keine Nummern. Das sind nicht wirklich Nummern dabei. Das sind... Those clues are not related. Ey, das ist jetzt gar nicht mal so leicht, gell? Oder hängen die alle miteinander zusammen oder so? Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Boah, das ist echt... Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Boah, das ist jetzt echt eine ganz große Frage, ey, wie ich das machen soll. At least David was finally going after the right suspect. You need to get rid of these damn cameras, David. Puh, das ist schon verdammt schwer, wie man das hier machen soll. Aber ich denke mal, das Bild passt dazu. Das Bild da passt dazu. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way.
Kate Marsha nimmt immer den gleichen Weg zum Unterricht. Hörte Kate und Diana über Besorgungen für den Vortex Club regen Drogen. Kate mit ihr Kirchengruppe beobachtet, sie kennen die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen Drogen. Say Kate Jefferson, nach dem Unterricht helfen, traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Kate hält sich seit dem Vortex Party von anderen fern, selbst von der Kirche Drogen. Versuchte mit Kate über die Party zu reden, sie war verärgert und floh schuldig. Boah, ich weiß nicht, ey. Das würde irgendwie nicht zusammenpassen, oder? Oh, you're treading water, Otter. Try again. Boah, das ist gar nicht mal so leicht, wie ich dachte, ey, ehrlich gesagt. Nee, es passt nicht. I hope in this case that David has good tracking skills. Und das hier? And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Max, I know we can snap all these pieces together. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Okay, einmal hätten wir es schon mal geschafft. Das ist doch schon mal gut. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Ich glaube, wir müssen irgendwie erst einmal genau, ich glaube, wir müssen erstmal überall die einzelnen Fakten zusammentragen, bis wir hier überall die Fakten haben und dann kommen wir zum Endprodukt. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Ne, warte mal ansehen. Frank's account book. But the client names are encrypted. Okay, was wir auf jeden Fall mit Sicherheit sagen können. Okay, wir haben hier jetzt nicht so viel. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Ich würde sagen, dann passen die zwei zusammen. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Okay, das hätten wir auch schon mal erledigt. Jetzt müssen wir nur noch da unten alles zusammenstellen. Das ist echt nicht leicht. Aber das mit dem Codebuch war schon klar irgendwie. Das Codebuch brauchen wir und die Namen dazu brauchen wir. Mit Rachel hat das ja im Moment noch nichts zu tun. Wir brauchen einen Code für Nathan. Sein Handy. Also ich würde definitiv sagen, das würde auf jeden Fall dazu gehören. Das auch. Better look for any clues or numbers that could be his pin code. Ja, dann wär's aber das hier. Das Papier, weil da mehrere Nummern draufstehen. Dann das hier auf jeden Fall.
Ach, da stehen keine Nummern drauf. Da stehen. Da stehen vielleicht Nummern im Datum drauf, aber sonst eigentlich auch nichts. Oder habe ich was übersehen? Looks like this isn't the right combination. Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Okay, aufheben. Die PIN-Karte, die SIM-Karte, die passt auf jeden Fall dazu. Das Papier würde hundertprozentig auch dazu passen. Das, die Schulakte wahrscheinlich auch, weil da lauter Nummern drin sind. Vielleicht das hier. This makes no sense, Max. Ich weiß, Max. Aber das würde ja auch nicht passen. I wonder if there's any important dates or numbers in his school file. Du meinst nicht in der Schulakte? Würde doch keinen Sinn machen, oder? Ausfüllen. No. This is not working. Dann würde ich sagen, Flyer weg. Schulakte ausfüllen. This is like goddamn math. I suck. Ja, mir fällt jetzt nichts ein, das ist das Problem, weil. I wonder if there's any important dates or numbers in his school file. Keine Schulakte, das macht doch keinen Sinn, oder das? Da gibt's ja einen Haufen Nummern. Looks like this is not relevant at all. Max, there is no logical link between those clues. Das ist irgendwie komisch, oder? Weil die SIM-Karte normal ist, die macht doch auf jeden Fall Sinn. Die SIM-Karte macht hundertprozentig Sinn, denn der Zettel auch. Der Zettel macht auch Sinn, weil da lauter Nummern draufstehen. Sehr schwierig, sehr schwierig.